Wie heißt er denn da? Man heißt ihn immer nur den Captain. So, ihr habt ihn nicht einmal nach seinem Namen gefragt. Aber wir werden doch nicht so plump sein und ihn nach seinem Geburtsschein fragen, wo er so vornehm ist und uns beide ins Tintenfisch Hotel einlädt zu einem kleinen Step. Wohin? Ins Tintenfisch zu einem kleinen Step. Captain Tintenfisch Hotel? So, so, so. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Kap bis Kutschbehaar, wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak, tata! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und du, Mac, versprich mir, dass du keine Frau mehr ansehen willst und dass du gleich abreisest. Und glaube mir, dass deine kleine Polly das nicht aus Eifersucht sagt, sondern das ist sehr wichtig, Mac. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit ist fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Das geht auch anders. Aber so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich an meinen Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem.